diesen Boss Damageless zu machen, ist unmöglich. Und damit, okay, Leute, was geht ab und herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge von Kirby und das vergessene Land. Das hat jetzt lang gedauert. Wir haben das letzte Mal versucht, den wunderbaren Baum zu besiegen. Baum sagt schon alles aus. Genauso war auch unsere Leistung. Ist der Wahnsinn. Also wir sollen, ich kann es euch ganz kurz zeigen, die Wurzel zerstören, das haben wir geschafft. Wir haben den Boss ohne ein Power-Up besiegt, innerhalb von 2 Minuten. Aber Damageless ist einfach unmöglich. Ich weiß nicht, wie man das hinkriegen soll. Es ist der Wahnsinn. Und heute starten wir in die dritte Welt, Wundaria. Ja, herzlich willkommen in Wundaria. Rette die versteckten Waddledees. Das war mein Plan. Eigentlich. Willkommen in Wundaria. Auf die Welt habe ich mega Bock. Die sieht schon so richtig cool aus. Wir fliegen einfach durch den Eingang. Hallo, was mit Ticket? Er ist typisch. Sind die stärker geworden? Nein. Ich dachte ganz kurz vielleicht. Ein Hühnchen! Okay, ich brauche mehr Hühnchen. Das habe ich gesehen im Trailer. Da kann man so durch. Frag mich nicht, aber es ist cool. Es ist witzig. Kommt schon. Es ist mega süß. Also Thumbnail für den heutigen Part. Perfekt. Oh, da ist die. Wir müssen die zu den Enten. Ja, das ist okay, okay. Wir müssen die zu der Entenmama bringen. Manchmal frage ich mich, wer sich diese Challenges ausdenkt, aber sie sind schon cool. 5? Okay, keine Ahnung. Warte, habe ich nicht schon alle jetzt? Nee, uns fehlt noch eins. Und da hinten, da ist so ein brennender Dude. Okay, wo ist der letzte? Kann ich in den Bro. Ich kann. Guten Tag, kommen Sie mit? Ich bringe Sie zu Ihrer Mama, da gibt es Gratis-Pizza. Für 1,99. Perfekt! Hilft den verirrten Entchen, ihre Mutter zu finden. Das habe ich geschafft. Oh, das gibt Geld. Okay, welches Achievement war das? Das war es erst. Perfekt. Wer bist du? Hör auf mich mit Feuer. Hier. Yeah. Oh mein Gott. Das ist so. Kennt ihr dieses Gefühl, wenn ihr so auf dem Weg zum Europapark seid und ihr seht schon so Silverstar auf dem Parkplatz so? Ihr seid aber noch so 2 Kilometer weg, aber ihr seht die Achterbahn schon, weil sie einfach so 500 Meter hoch ist. So fühle ich mich gerade. Oh mein Gott, diese Framerate. Ganz. Dankeschön. Ich war gerade auf das Karussell im Hintergrund fokussiert. Was hat das denn für eine Framerate? Ey, das sind die satten 8 FPS da hinten. Darf ich mir jetzt ein Ticket kaufen? Hier ist ein Eis dahinter. Ja, da kriegt man doch Hunger. Das sieht auch sass aus. Ist aber nichts. Okay. Hätte ja sein können. Okay, ich bin mir sicher, das macht Schaden, weil das ist so elektrisch geladen. So, das ist so Magie und so. Das Magie-Pokémon, das haben wir noch nicht erlernt. Ist der Matt gut oder ist er nicht gut? Ne, ist nicht gut. Also er macht uns langsamer. Und fliegen wird dadurch auch schwerer. Okay, I see. Oh ja, du Hoi. Sprung! Sprung, hüpfen! Nein! Wie kann man auch nur so blöd sein? Oh, Geld! Perfekto. Okay, aber bis jetzt auch noch kein. Wie kann man den denn nicht sehen? Hallo? Würde ich auch gern treffen, ja. Oh, das ist hier. Das ist Trash and the Gang aus FNAF. Doch, das sieht so aus. Ich lasse mich natürlich erstmal überfahren. Ich sollte mich aufs Gameplay konzentrieren. Da ist ein Hase. Wieso kann ich denn in der Luft Feuer spucken? Da mache ich immer den Dash. Was hat das gebracht? Ein Waddledee! Wuhu! Oh, das ist ein Time Waddledee. Okay, ich bin auch. Ja, aber der ist ja easy. Wo da jetzt zeitlich. Vielleicht, wenn man diesen Schlamm berührt oder so, oder wenn gerade die Waggons im Weg stehen, dass man da vielleicht ein bisschen verhindert ist. So, down. Hier hinten scheint nichts mehr zu sein. Du da vorne, du bist ein hammerwerfender Affe. Nein! Ich gehe nicht ohne mein Feuer. Nein. Please. Thank you. Bin gleich schon wieder tot. Oh, lauf, 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 lauf. Okay, verstecken, verstecken, atmen, 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 Leute.
Lauf, 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 lauf. Okay. Was bringt mir das bestimmt wieder einen Zusatzweg, okay? Wenn du schon davon ausgehst, dass du Wardle die bekommst. Sprung! Sprung! Nee, 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 nee. Ja, heute nicht. So, erstmal Heilung nehme ich mit. Ich gehe den oberen Weg, der war Secrets. Den musste man erst freischalten. Den nehmen wir zuerst. Hier die ganze Bande. Für was stellt ihr euch an? Ach, für eine Achterbahnfahrt. Ja, das ist cool. Jetzt sag nicht, ich muss mit der Achterbahn fahren. Ja, Essen nehme ich gerne. Ja. Ernsthaft? Ah ja. Und kann ich da jetzt schneller, langsamer fahren? Kann ich... ach du meine Güte. Cooles Konzept. Schokolade! Oh, ich bin dran vorbei! Geld! Ah! Nachher ist so ein blödes Achievement. Sammle alles ein. Oh, wir haben wieder einen Sammelgegenstand. Perfekt. Ich weiß nicht, wo ich mich hinlegen muss. What? Das ist ja mal mega cool. Kirby, bestes Spiel. Was diese Mario Odyssey? Was ist das? Außer ich sterbe jetzt noch richtig dumm. Nein! Rechts, links! No! Okay, wir müssen nochmal fahren. Ich sollte aufhören, so rumzuschreien. Ich hab's verstanden. Jetzt sag nicht, ich kann... Ah, doch. Neuer Versuch. Perfekt. Okay, wir haben den einen Schalter nicht gedrückt. Falls ihr es gesehen habt. Nein, es wird wirklich alles resettet. Na komm, ich drängel mich mal kurz an euch vorbei. Nimm mir noch hier kurz mein Essen mit, mein saftiges Steak, das habe ich mir verdient, habe heute schon genug gearbeitet. Und dann vollste Konzentration jetzt. Das ist so maximal cursed, dieses Bild. Aber es ist mega genial. Ich habe noch nie eine so geniale Achterbahn gesehen. Also halt in einem Videospiel, ich habe allgemein in einem Videospiel, wobei wir haben Planet Coaster gespielt. Aber da sieht die Achterbahn auch nicht so cool wie in Kirby. Kirby, ein Spiel, Jump and Run, hat bessere Achterbahn als ein Freizeitpark-Simulator. That's literally an achievement. So, hier muss ich rechts, links und rechts. Gut. Nehme ich mit. Du bist... Also, das wird mir immer erst am Ende gezeigt. Ich weiß nicht, ich bin immer so verwirrt. Ey, auch dieser dunkle Bereich. Boah, das war links, gell? Ich sehe es nicht. Ja, links war das. Perfekt. Das war der Waddle Dee. Das war der Waddle Dee. Perfekt. Hat er sich hier geöffnet? Ah, da. Da. Rechts von uns. Da, wo der Pfeil ihn zeigt. Looks like, wir könnten da hin. Ja, genau. Da ist er. Ich rette dich, mein Freund. Okay. Okay. 2 von 3. Was haben wir noch für Achievements? Hilft dem verirrten Entchen. Das haben wir schon. Wir müssen jetzt raus hier? Schade. Aber die Achterbahn ist kurz. Man hätte die vielleicht noch ein bisschen länger machen können, aber ich finde das ein mega cooles Konzept. Also mittlerweile von diesem Saugen bin ich schon sehr überzeugt. Also ich muss sagen, am Anfang war ich maximal verwirrt, was das denn jetzt sein soll. Ich dachte so, okay, Kirby-like, das ist normal. Dann habe ich halt so ein bisschen Kirby gesehen und dachte mir, okay, einsaugen, große Gegenstände, bisschen weird. Aber mittlerweile finde ich, das ist das beste Konzept, das es in dem Spiel gibt. Ist so schlecht. Nein! Ich saug dich ein. So viel dazu. Ja, hier fliege ich drüber. Wenn der Knochentyp mich jetzt abwirft. Okay, wir haben Snowy the Snowman und wir haben den Knochentypen. Nein! Da ist ein Secret! Nein! Nein, 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 nein! Yes! Okay. So, halt, lass mich. Du bist so ein. Ich saug dich ein. Ich schieß dich ab. Ich saug dich doch nicht ein. Ich krieg gar nichts hin, ich merk schon. Waddle Dee? Ja! Oh, der fliegt da. Das ist schlecht.
Ich hab ihn. Okay, da vorne sind wieder diese Wölfe. Die haben einen Namen. Ich habe den letztens erst nachgeguckt. Ich habe ihn vergessen. Jetzt, nachdem ich mir Elfilin gemerkt habe, reicht das, glaube ich, fürs Erste. Elfilin. Das ist auch so ein wunderbarer Name, ey. Es gibt ja Menschen, die heißen ja in echt Kirby. So, Kirby ist ein echter Name. Ich habe aber noch nie von jemandem gehört, der Elfilin heißt. Soll jetzt nicht heißen, dass es so... Ihr wisst, was ich meine. Als ich gesagt habe, das Spiel ist cool mit dem Konzept, meinte ich eigentlich, was denn das? Ah, ich gehe da mit Wasser. Ah, wie das aussieht. Die Blumen. Ja, wenn man die Blumen gießt. Oh mein Gott, das habe ich geschmeckt. Das war so in mir drin verankert, so. Es gibt ein Waddle Dee, nein, Geld. Nehme ich auch, warum nicht? 8 Blumen? Okay, warte mal. Wobei, ich würde mich... Bist tot bist du? Du hast gar nichts zu melden? Okay, das könnte vielleicht ein bisschen... Hier gibt's Water! So kalt wie die Luft, so fließt auch das Wasser. Nein, ich wollte... Ja, Wasser und Elektronik, macht schon Sinn. Das sollte ich eigentlich wissen, gell? Das Wasser, ja, ist okay. Da vorne sind safe. Ja, ich sehe sie schon. Oh! Erschreck mich nicht so. Ich noch. Ja, perfekt. Ich sehe aus wie so ein... Kennt ihr... Ich habe keine Ahnung, aus welcher Zeit ihr stammt. Aber kennt ihr Baba Papa? Diese Knetmasse? You know? Hier ist noch irgendwo eine Secret Flower. Muss ich die mit der Düsterlampe anleuchten? Liebe Entwickler, das ist viel. Oh, Weiterentwicklung. I'd like to. Bäh, Wasser. Unhygienisch. Schmeckt nicht gut. Darauf erstmal einen Schluck Saskia. Es tut mir leid, mein Volvic-Wasser ist leer. Judged mich später. Und der ist auch noch so halb gesprudelt. Ich bin kein Mensch, der Sprudel trinkt. Deswegen habe ich das geschüttelt in der Hoffnung, der Sprudel geht raus. Aber jetzt ist noch so ein Rest, so ein Mini-Reststück. Spielzeughammer wird weiterentwickelt, okay? Ein Mini-Rest Kohlensäure drin, das schmeckt so eklig. Diese Knochengeiß! Ich nenne sie jetzt mal Knock-Knocks. Ja, und wir haben safe einen Offi. Oh, ich kann wieder Wasser. Oh, ich kann wieder Wasser. Ha, die da, ha. Oh, warte. Das war aber schon sehr obvious. Hilft mir das jetzt in irgendeiner Art und Weise? Das ist nachher so ein Schwimmbecken. Und dafür gibt's ein Waddle Dee. Da kommt jetzt ein Waddle Dee raus. Boom! Ich weiß, also, ich kenne doch meinen Kirby. Also, das war doch klar. Damit haben wir alle Waddle Dees. Fehlt uns noch ein Achievement? Oh, wir haben schon eins verpasst? Okay, keine Ahnung, was das sein könnte. Wir sehen es aber gleich, wenn wir das Level beendet haben. Außer es kommt vielleicht... Muss ich vielleicht in die Mitte? Bin ich da? Oh, es ist viel zu hell, dieses Wasser. Entweder hat es was mit der Achterbahn zu tun. Werd nicht getroffen oder so. Ey, ich wüsste sonst nichts. Okay, Abschnitt abgeschlossen. Und es ist... Den Ausblick von der Spitze der Rakete genießen. Welche Rakete? Welche Rakete? Wir haben den Waddle Dee bekommen. Diese entzückende Bewohner vom Planeten Pop strandeten bereits vor Kirby in der neuen Welt. Bedroht von einigen wilden Bestien, die sie gefangen nahmen und ihnen ihr Essen stahlen. Waren die Aussichten anfangs nicht rosig, doch Kirby half, ihre Stadt wieder aufzubauen und ein neues Leben zu beginnen.
Die Waddledees. Ich glaube, das war der komplette Rape. Es tut mir leid. Und Nadeline. Ja, die Biene mit den Stacheln. Okay. Dann schneide ich euch ganz kurz die Rakete rein. Als nächstes kommt Rennpistenraserei und oh mein Gott, da habe ich mega Bock drauf. Ja, wie viel haben wir? 9 dann wahrscheinlich. Ja. Okay, dann bis gleich. Ihr müsst einfach direkt da, wo die Rakete am Anfang ist, nach oben klettern. Wie random ist das denn? So hätten wir das dann nun auch geschafft. Fand ich ein bisschen mies direkt am Anfang, aber nun gut, jetzt kommt die Rennpistenraserei. Und darauf habe ich mega Bock, weil ich mir das mega witzig vorstelle mit diesem Auto. Also, gewinne das Rennen, first try, versuche nicht zu sterben. Ich habe wenig Leben, ich glaube, hört auf, euch hier anzustellen, ich bin Kirby, ich habe Vorrang. Ich bin der Hauptcharakter. Es ist so... Okay, die Reifen sind nicht gut, okay. Ja, let's go. 25 Sekunden. Los! Komm, die machen wir. First try. Ich bin Profi-Rennfahrer. Oh, Sprung! Ich glaube, der hat meinen Sprungknopf nicht angenommen. Wer braucht denn eine Minute dafür? Ich kann mir auch gut vorstellen, dass da irgendwo noch ein Secret ist. Let me see. Ja, Siegertreppchen. Da gehöre ich hin. Ja, sehr schön. Im Übrigen, falls ihr keine weiteren Folgen mehr verpassen wollt, lasst doch gern ein Abo da und die Glocke, dann werdet ihr mal benachrichtigt, wenn ich ein neues Video hochlade. Lasst die Glocke am besten weg, das ist, glaube ich, nur nervig. Komm ich da durch? Ich kann da auch langlaufen. Ja, dann laufe ich da doch mal kurz durch. Schauen wir euch hier mal die Strecke an. Oder hätte man noch kürzer machen können? Das bisschen hier. Was hier? Ich laufe nur ganz kurz lang. Ich laufe da nicht lang. Ich laufe da nicht lang. Also wenn da irgendwas sein sollte, ich schneide euch rein. Das frisst jetzt nur Zeit, da lang zu laufen. Und ich will das Level schon noch fertig machen. Einfach eine 22,50. Könnt ihr meine Zeit schlagen? Wenn ja, unten in die Kommentare einen Link posten, wo ihr Video hochladet, wo ihr eine bessere Zeit habt als ich. Und wenn ihr eine bessere Zeit habt als ich, dann banne ich euch vom Channel. So, machen wir weiter. Ah, der Kaktus. Der Igel. Den treffe ich. Perfekt. Down. Was macht ihr? Ihr steht hier einfach rum, oder wie sieht's aus? Darf ich da rein? Ich gehe einfach mal, ja? Personal only. Das war nicht richtig. Das war alles, aber kein richtiges Englisch. Okay. Wir haben einen Tisch. Oh ja, die Juten Pommes. Die nehme ich natürlich mit. Das ist voll gefährlich, der Park hier. Das sind Leute, die werfen mit Bomben rum. Was ist das? Also kindergerecht würde ich jetzt nicht sagen. Vielleicht gehen die Punkte. Nee. Oh, ein Eis. Da wollte ich vorhin einen lustigen Witz bringen, aber den lasse ich, weil er doch nicht so lustig ist. Oh, hier hinten gibt es ein Secret. Secret. Secret fängt mit V an. Ich glaube, man soll hier eigentlich eine Bombe hinwerfen und nicht runter. Lol, das ist woanders. Okay, wartet. Wir brauchen ja eine Bombe. Wir brauchen eine Bombe. Ich hol mal kurz eine Bombe. Warte, wir nehmen auch die Blume mit. Wir holen kurz eine Bombe. Tschüss, Feuer. Ey, dieses Gegenlaufen oder Einsaugen. Das sind diese Verketteten, gell? Ja, genau. Oh, es war nur ein Sammel-Item. Okay, und es ist... es steht ja erst am Schluss. Den habe ich doch getroffen. Also, wirklich.
Entschuldigung, Mr. Eagle. Haben wir sonst noch was? Also da links ging's nach oben. Wir gucken kurz da rein, weil da haben wir ja diesen Weg geöffnet, diesen Secret Path. Da vorne war aber auch nichts mehr, hoffe ich jetzt. Da ist ein Waddle Dee, hier wollen wir hin. Kann ich den so befreien? Save mich. Oh mein Gott. Ja, kein Problem, also hä? Das war ja also voll easy. Also Leute, die das nicht First Try schaffen, sind aber auch richtig schlechte Spieler. Hey! Ein Lolli! Frage, wofür? Ja, ja, ich weiß. Das schon. Aber wofür? Da sind keine Gegner. Will ich die alle down haben? Ich weiß es nicht. Okay, dann weiter geht's. Also, wir haben noch nicht die Challenges geguckt. Lass mal ganz kurz in die Challenges gucken. Was fehlt so? Das scheint entweder ein sehr langes Level zu sein. Hä? Lol, Boss. Toll. Wie viel Damage machst du? K-Storms Bombe, ja. Habt ihr das gesehen? Da war einfach der komplette Balken auf einmal. Magie. Du kriegst hier safe nicht ohne Grund das Schwert-Item. I'll take it. Ja, und dann die Kiste mit dem Waddle Dee. Und da gibt's wieder irgendeine Challenge mit dem Boss. Bin ich mir 292% sicher. Eine Schriftrolle! Für Schwert. Darauf warte ich sowieso schon die ganze Zeit. Da kann man hoch, das sehe ich, das sehe ich. Ein Sammel-Item? Aber was ist hier drüben? Nothing? Okay. Wieso kreische ich eigentlich immer so? Sollte das sein lassen. Das ist nicht Entertainment. Weg. Jetzt die ganze Tag, 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 Tag. Geschnetzelte Hasen zum Frühstück. Das ist der Qualitätscontent, für den ihr dieses Video angeklickt habt. Oh, 50 Sekunden. Ja, ist okay. Ich merke schon. Okay, komm, first try, first try. Ich bin bereit, ich bin ready. Boom. Wo ist die Mario Kart Musik? Ich hätte abkürzen können, no way. Okay, vorausschauendes Fahren ist bei mir jetzt nicht so. Boah, dieses Raketenboot, da ist ja mal mega. Meine Güte. Was soll ich denn tun? Oh mein Gott, das wird also unmöglich. Ha, ich bin ein Cheater. Mies bin ich doch, mies bin ich. Oh, komm, vor ihm, yes. Ich weiß nicht, was meine Zeit sagt. Das ist das unangenehmste Gefühl, was ich gerade habe. Ich kann ihn nicht destroyen. Okay, ich muss an den vorbei. Hallo, wir sind hier Autobahn. Können wir ein bisschen... Come on. What? Man soll da noch schneller sein? Zwei Sachen. Wie? Und wie? Wie soll ich da noch 7 Sekunden drauf... Ich wüsste wie. Ja, ja, Neustart. Ich wüsste wie, aber keine Ahnung. Es safe ein Achievement, dass wir das First Try hinkriegen. Let's go! Mario Maker 3 Musik. Eigentlich wollte ich Mario Kart sagen, aber mir ist Kart gerade nicht eingefallen. Schön die Innenbahn usen. Sprung! No! Okay, perfekt. Hier rechts rum, rechts rum. Perfekt, perfekt. Fahr, 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 fahr. Sprung. Da kann man noch safe abkürzen, da links. 22 Sekunden an der Stelle. Let's go. Das wird Platin. Komm. Goldrang. Goldmedaille. Sprung. Tod. Geh weg. Höhler Stein. Okay, und von ihm darf ich mich jetzt halt nicht treffen lassen. Sprung. Sprung.
Besser kann ich es nicht machen. Bam! Wenn jemand eine bessere Zeit hat, ihr wisst Bescheid. So will ich das. Oh, jetzt fühle ich mich richtig gut. Boah, war das knapp. Nee, jetzt fühle ich mich nicht gut. Jetzt fühle ich mich schlecht, weil das so knapp war. Ist da noch eine bessere Zeit möglich? Kann man da noch einen immensen Timesave machen? Ich habe nämlich keine Abkürzung mehr sonst gesehen. Uns fehlt ein Waddle Dee. Oh, ich hasse das. Wir sind am Ende? Okay. Oh. Jo, ich kümmere mich drum. Oh mein Gott, was war das denn für eine Leistung? Okay, das geht auf jeden Fall besser, würde ich sagen. Ich soll die Rennen noch schneller machen? Ach, come on. Jo, kein Problem. Wir haben einen Warpstern als Item und einen Glutifer. Heißt das nicht Glutifer, so Anspielung an diesen... Und die Gesuchtposter. Fühl ich. Ich würde dann sagen, ich mache mich dann auf und davon, like, ja. Und beim nächsten Mal gehen wir dann ins Zirkuszelt. Ins Horrorhaus? Verpasst auf keinen Fall die nächste Folge und verpasst jetzt nicht die fehlenden Waddle Dees. Bis gleich. Bei den Rennen immer so leicht über den Schlamm springen, dann schafft ihr das ganz easy. Den Boss müsst ihr einfach mit dem Lolli, den ihr zuvor geholt habt, eine Zeit berühren, dann stirbt ihr direkt. Das ist das nächste Achievement. Und beim letzten einfach hier kurz nach dem Boss rechts durchs hohe Gras, da ist ein weiterer Weg. So, und wenn euch das Ganze jetzt gefallen hat, zeigt das gerne mit einer positiven Wertung. Und wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Bis dann und ciao, Leute.